Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und der Turtle hat Praktikanten mitgebracht. Hallöchen. Hallihallo. Alex, willst du nicht... Ich bin kein Praktikant mehr. Du bist kein Praktikant mehr. Komm hinter mir. Hast du hinter dir. Nein, wir haben heute auch schon wieder einen Neuzugang, neues Frischfleisch dazugekriegt. Santu leckt sich schon die Lippen. Hör auf, ne? Du sollst hier nicht die Leute aufessen. Mensch, die kriegen sonst noch Angst vor uns. Gut. Sollen sie. Ja, aber dann kriegst du weniger zu essen. Ist doch schlechte... Ja, hast genau. Recht, ne? Ist alles gut. Gut. Wir haben heute einen neuen Tag, deswegen haben wir auch neue Dailies. Denn wir haben heute einmal besuche die Unterkunft eines anderen Spielers. Jetzt wollte ich schon wieder meine besuchen, bin ja schon drin. Einmal tägliche Operation, schließe ein Event ab, erreiche eine höhere Stufe, das Fleischsternchen, töte 15 Kultisten und einen legendären Gegner. Ja, ich hoffe mal, dass ich heute die 30 knacken kann, dann schaffen wir sogar bis zu 30 hoch. 28 haben wir ja schon. Passt. Dann fangen wir gleich mit dem schlimmsten Übeltäter an. Machen wir gleich mal hier die tägliche Operation. Und düsen da gleich mal rein. Hurra. Ja. Ja. So, dann verklopsen wir da jetzt ein paar Blutadler, die explodieren. Bin ja jetzt sehr spannend hier. Sieht da aber schlimme Prügel aus, Vorsicht. Och, wilder Schlag ist jetzt nicht so schlimm. Es sei denn, ich habe keine Stimpacks mehr, dann kriege ich Schiss. Lunchboxen. Wir haben ja noch Alex da, dann machen wir das gleich draußen. Das wäre besser. Dann kriege ich Alex die nämlich auch, weil sonst haben wir ja einen, der keine Lunchbox kriegt. So, Waffen geschultert. Okay. Maus ist auch drin? Jo. Jo, gut. Dann let's go. Team, bitte melden. Der ist auch schon wieder so riesig hier. Ich schätze meine Privatsphäre sehr. Also, wer auch immer dieser Seid Penner ihr? Ist. Ah, ersten haben wir. So, zweiter ist gleich unten gespawnt. Und ich empfehle zu schleichen. Die sind schlagkräftig. Du willst es also nicht mit zu vielen von ihnen auf einmal zu tun bekommen. Jetzt hätte ich beinahe unserem Praktikanten schon erschossen. Das geht ja nicht. So, nächster. Noch ein. Ach ja. Du musst einen Kurträger eliminieren, damit wir einen Abfänger ausschalten können. Einer müsste in deiner Nähe sein. Finde heraus, wer es ist und puste dem Träger das Licht aus. Ja, wo ist er denn? Ich glaube bestimmt schon wieder falsch. Du schwimmst gleich in deiner eigenen Gehirnmasse, du wertloses Arsch. Ach, hier hinten sind sie. Okay, so. Deaktiviere mit dem Code einen der Abfänger. Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Immer noch Gegner in der Nähe. Da also hinten. Versuch lieber, dich an ihnen vorbeizuschleichen. War doch hier unten. Irgendwo. Oh Mensch, wo war denn der jetzt hier? Hier unten war er. Jetzt hab ich ihn. Ja, Volt 96 mag ich nicht. Zeit für den nächsten Code. Doch eine coole Nummer. Tut mir fast schon leid, diese Armen und diesen Schlucker, aber wir müssen noch ein paar von denen ausschalten. Ja, die armen Schlucker müssen wir ausschalten. Aber erstmal finden die armen Schlucker hier. So, und der nächste. Und noch einer. Stimmpumpe sei Dank.
Da haben wir auch noch einen. Was? Haben wir hier keine mehr? Doch, hinter mir. Ich wollte gerade sagen hier. Codeträger in deiner Nähe. Ich habe nur wenige Informationen, also töte sie einfach alle. Mach nur keinen Lärm, in Ordnung. Ah, mit Lärm sind wir aufgewachsen. So, wo war der jetzt hier? Da war der. Nächster Punkt hier. Oh, nein, ich will hier nicht runter. So, komm. Und zack. Ausgezeichnet. Nur noch ein Abfänger. Du kennst das ja. Erledige noch ein paar Gegner, während ich Informationen sammle. Gut, nachladen. Sind sie denn? Kommt raus, wo immer ihr seid. Hier ist keiner. Ich mach es. So, dann haben wir gleich den nächsten. Verlauf mich hier in dem Vault jedes Mal. So, einen brauchen wir noch. Hundi, komm her. Der Codeträger ist klar zu erkennen. Das heißt, der Träger ist größer und fieser als gewöhnlich. Ich empfehle taktisch vorzugehen. Viel Glück, Team. Ziel eliminiert. Gute Arbeit, Team. So, der war doch hier unten, oder? So? Ne, da hinten war der. Hier hinten in dem Räumchen. Und haben gleich fertig. Läuft doch. Huch. Herstellung legendärer Gegenstände, ja. So, FIFA fertig. Denn gut Luck, ne? Na komm. Gib Papi legendären Kern. Jawohl. Sag mal, eine Machete und Bruderschaftsaufklärung rechter Arm getarnt. Und Rezept Mutfix. Naja. Das Kilos Breitseiter, Autosteam T45 rechter Arm. Zwei Sterne jeweils. Ich sag nichts, ich verweigere die Aussage. Wieso, was hast du bekommen? Kreuzritterpistole? Eine Armbrust. Nein, eine Armbrust. Komm, Armbrust kann doch gut Damage machen, ha? Mit einem Stern? Oh ja. Oh, ja. Xantowitz so wie Wilhelm Tell. Aber bedenke, selbst die Armbrust unlegendär, also sprich ohne Stern macht gut Damage, ne? Auf Ultrazit immer, ja. Ja, nicht nur auf. Nee, auf Ultrazit nicht. Machst du Explo rauf. Besser? Ja, ist deutlich besser als Ultrazit. Finde ich persönlich. Also Ultrazit, ja, Brandbestien machst du damit besser runter, aber Ja, hast du Unrecht. Mit Expo kannst du dann halt wenigstens noch sagen, dass du hier, na, wie heißt das, Abrissexperten mit reinmachst, dann steigerst du den Schaden enorm. Haust die Bogenperks noch mit zu, den Bogen raus und dann knallt das. Und die Armbrust ist auch sehr gut im Bad zu spielen. Das hat ja, nicht das so einen krassen Verbrauch. Eins ist so, was ein bisschen leidet, ist so die Präzision. Hallo! Die Nachladegeschwindigkeit. Ja gut, es sei denn, du hast eine Vierfach, dann hast du wenigstens vier Schuss. Ja, träum weiter. Wieso? Wenn wir eine Vierfache finden, ne? Ja, soll ich dir eine geben? So ist es nicht. Eine Vierfache Armbrust. Ja. Na ja. Aber denk dran, die musst du wirklich viermal einzeln nachladen. Na ja. Ab und zu gibt es aber natürlich auch immer dieses wunderschöne Update, wo sie dann halt mal sagst, okay, gut, du lädst nur eine Armbrustbolzen nach und hast dann vier im Magazin.
Aber momentan ist es halt eher so, du lädst jeden einzelnen Schuss einzeln nach. Unwahrscheinlich wirksames vierfaches Prinzip. Ja, ja. So, gucken wir mal. Gehen wir jetzt erstmal noch schnell beerdigen hier. Ich laufe schon wieder meine Fusionskerne leer. So, einmal Fleisch mitgenommen. Braucht doch wieder was zu essen. Bin doch schon wieder so ein hungriger Junge. Und ich merke, ich bin eigentlich noch in der völlig falschen Power Armor. Ich habe noch das Jetpack dran. So. Oh, hier liegen Schaufeln. Hier war schon jemand. Nehme ich mir mal eine Schaufel raus und dann holen wir uns die Schaufel hier und dann einmal drauf da schmeißen die Schaufel auch wieder rein. So. Gut. Haben wir das? Ich müsste ja eigentlich noch eine Unterkunft besuchen. Mausi, ich werde dich mal ausnutzen. Aber ich wollte mir ja sowieso nochmal dein Camp kurz angucken. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir was finden hier. So, Eingang. Da können wir uns hier auch gleich nochmal eine schöne Dusche gönnen. Ah. Nehmen wir uns gleich mal mit. Habe ich mir ja noch nicht freigeschaltet. 100 Liegestütze. So, wunderbar. Zwei Glück und die Weisheit Nummer 3 gezogen. Vitamine mit Geschmack für Kinder gibt und für einige Anwärter. So. Na, lass mich mal wieder raus aus dem Bunker hier. Aber schicke Waffenkammer. Maus, du solltest mal deinen Alien Blaster ein bisschen modden. Den du da drin hast. Was würde der älteste Maxen nur zum Zustand ihres Camp hallo. Sagen. Ja, hallo, Herr Doktor. Krank bin ich nicht. Ich tue nur so. Wenn Sie auf einen ich habe aber immer noch nicht den Vault-Eingang gefunden. Ja. Dann sollen Sie ihm Respekt. Der ist so offensichtlich hingestellt. Und warum liegen hier einfach automatische Impro-Gewehre rum? Und, Knochen und Munition und was ist hier los? Gut, dann gehen wir einmal kurz in die Unterkunft. Es war Mausi ihrem Waffen und Co. geklaut hier. Schlimm. Gut, Kultisten müssten wir noch machen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, haben wir noch genug? Und dann gehen wir doch mal einmal kurz ins Hohl rein. Dann kriegen wir vielleicht die Kultisten zusammen und können noch eine Bleirunde machen. Aber ich muss Rüstungswechsel machen. Ansonsten kriege ich noch Ärger. So, dann wollen wir hier einmal kurz aussteigen. So, Dille. Wunderbar ausgewechselt. Und oh, ich habe vergessen, die Bagger zu reparieren. Information am Rande. Strahlenschlägerei. Ich hab's gesehen. Okay. Oh komm, ich hab zu viel davon. Machen wir einfach die einfachen drauf. Na gut, dann gehen wir mal zur Strahlenschlägerei. Oder wolltet ihr jetzt nicht? Doch.
Doch, doch. Bin und warum werden mir meine Dinger noch rot angezeigt? Ich habe doch gerade. Muss, glaube ich, ein- und aussteigen. Hoppala. Jetzt hänge ich fest. Kann mit einem Plünderer interagieren, aber gerade nichts weiter machen. Hä? Schnellreisen ist derzeit nicht möglich. Oh, okay. Mausi nochmal missbrauchen. Immer noch nicht möglich. Ich hänge in meiner Power Armor fest. Bitte warten. Ja, so sind alle Power Armors besetzt. Bitte warten. Yes. Ich holte Power Armor. Ja, jetzt bin ich wieder in der Power Armor. Ja, herzlich willkommen, Update. Ja. Na gut, egal. Das, was ich fixen wollte mit Ein- und Aussteigen, das ist gefixt. So, ich hoffe mal, ich habe genug Munition jetzt bei. Wer geht sammeln? Freiwillige vor? Sammeln? Sammeln, ja. Max herumlaufen? Nee, natürlich in der Power Armor. Aber wer geht sammeln? Jetzt, warum steigt er denn jetzt aus? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was soll denn der Scheiße jetzt? Ja gut, dann machen wir es hier gleich auf richtig heftigen Niveau. Okay. Die Power Armor ist zurzeit nicht verfügbar. Ja, ich wechsle jetzt. Ich geh sammeln. Kriegst du genug hin oder soll ich dir helfen? Ja, Alarm ist nicht durchlaufen. Okay, dann. Welche Seite gehst du? Das Problem ist, wenn es mich umnieten, ist weg, ne? Ja, ja. Gut, gehst du A oder B oder machst du C oder D? C oder D ist da. Und D. Okay. Ja, dann musst du aber danach dann rüberrennen und A und B machen, ne? Dann fange ich nämlich A und B an. Jo. Gut, haben wir eigentlich alle hier? Nee? Mausi, wolltest du? Sammeln und dann einwerfen oder immer gleich einwerfen? Ja, kannst du. Wir haben ja jetzt richtige Waffen, können wir gleich richtig einwerfen. Ja, das wird spaßig. Na dann. Ganz schön dreist, hier so hereinzuspazieren. Let's go. Suchst du Arbeit? Sehr gut. Dann legen wir mal los. Alle mal herhören. Heute holen wir uns Erz zur Dekontaminierung. So, habe ich noch Buffmittel? Ein paar von euch müssen in die Tunnel steigen. Die anderen bewachen hier oben die Güter und meine Leute. Wenn meine Leute draufgehen, gibt's keine Belohnung. Ihr Überleben hat Priorität. Vergesst das nicht. Fleischkonserve könnte ich mir noch reindrücken. Also sammelt so viel wie möglich, bevor sie uns überwältigen. Und jetzt los! Oh, Psycho-Buff habe ich auch nur noch zwei Stück. Oh, 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 oh. Na egal. Was war das für ein Geräusch? So, let's go. So, Nummer 1. Nummer 2. Und ich laufe hier jedes Mal, wenn ich hier bin, laufe ich hier zu weit hoch. Wo schon gar nichts mehr ist. So, den nehmen wir uns auch mit, den nehmen wir uns auch mit, den auch. Böse Habe Katalacke. Den Grünstatus erreicht. Den Grünstatus? Leuchte, ich leuchte. Du wolltest mal eine Schildkröte werden, wa? Die sind auch grün. So. Hallo, Herr Ghoul. Ein Plünderer ist schon gestorben. Schafft ihr zwar das? Jetzt haut mir hier auch noch ein Ghoul in den Hintern. Zusätzliche Strahlung wollte ich jetzt nicht haben hier. Eigentlich krüppelt's so.
den hier auch nochmal mit. So. Schütze mal hier wieder reparieren. Das war der legendäre. Wir schaffen das schon. So, hier nochmal reparieren. Gut. Hast du schon abgegeben, Santo? Ja. Aufwind. Bleibt in Deckung! Na, wir haben nämlich nicht mehr viele Leute. Das heißt, ich behalte meine jetzt erstmal ein bisschen offen. Ich kann wechseln auf AP. Ja. Okay. Na, geh einfach mal weiter sammeln. So. Geh weg von mir. Du stinkst. Du stinkst. Dann stelle ich mich jetzt erstmal bei C hin. Oh mein Gott, Entschuldigung. Alle gut. So. Schießen die denn da? Achso, da liegt noch ein Ghoul am Boden. Ich dachte, das wäre eine Leiche. So. Achtung, die Bubble jetzt kommen. Oh. Kommt mir nicht zu nah an den Typen ran. Nein. Na komm, dreh. Der da muss weg. So, next. So. Dann müsst ihr Geschütze öfters mal wieder reparieren, ne? Wenn ihr seht, dass sie im Eimer sind. In der Zeit. Ja, aber die verschaffen dir ja Zeit. Nee. So. Stufe habe ich jetzt auch schon erreicht. Wunderbar. Okay, Santo, jetzt hör mal auf zu sammeln. Jawohl. Mit verteidigen. Mit den 20, die ich habe, da schaffen wir zwar nur Belohnungsstufe 2, aber das ist wurscht. Hauptsache, wir schaffen es. Ich will lieber den Kern haben. Komm schon, lad nach. Heute noch. So, next. Okay, nächster. Victory is assured. Gut 3 Minuten durchhalten. So,
Kurz nachladen. Komm, komm, komm. Halt. Lass ihn in Ruhe. Na, aber lass mal auf den da rumzueiern hier. Ist noch einer? Achso, bei mir hier. Schon wieder nachladen, komm. So. Nicht mehr lang. Lass das Geschütz in Ruhe. Soll mir Zeit erkaufen. So. Jetzt hätte ich gern meinen Granatenwerfer bei. Verwende die Filter, um die Strahlung loszuwerden. So. Na, wenigstens geht's ja aufwärts mit den Punkten. Na komm, lad nach, heute noch. Gut. Alle jetzt nur noch am Fokus konzentriert hier. So, Achtung, ich gebe nochmal den letzten Rest ab. 60. Jetzt wird's kleben. Ja, nee, wir müssen jetzt nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Bloß in die Gänge gehen. Jetzt sowieso wurscht. Geschafft. Ja. Aber vorsichtig, da kommen jetzt gleich Todeskrallen. Oder, ja, Floater. Nee, Grillen. Viel schlimmer, Grillen. Ja, okay, sehr gut. Und Bubblehead. Ja, bin getroffen. So. Na komm schon, lad nach, heute noch. Nicht einschlafen dabei. So, hier der Gang und der Gang ist leer. Und da unten wartet noch einer. Da klemmt einer. Ja gut, den kriege ich gerade nicht down, dafür fahre ich nicht genug Schaden. Hoppala. Jetzt ab. Wird die Gauss rausgeholt. Wenn schon, wenn schon. Des Todes. Und wir räumen die Sauerei auf. Ja, wir, ne? Also, Alter. Abmarsch. Ich melde mich freiwillig. Meld sich freiwillig, na dann leg los. So, wunderschön. Gibt sogar noch ein bisschen legendären Stuff hier. Das passt doch. Ich glaube, ich muss mir gleich wieder 5 mm dann nochmal offscreen machen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr verschossen, als ich eigentlich gedacht habe. Ja. Spaß haben wir euch auch nicht. So, schnell alle Tier einmal durchzimmern hier.
Geld regiert die Welt. Problemloses Power-Rüstung. Oder nee, Raider-Rüstung. Oder? Was war's denn jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Und schon überladen. Naja gut, bin ja noch in der Ultrazeit. Weil die Bagger nicht will. Hätte mich nicht mehr lieb. So, hier auch nochmal. Oh, schön viele Granaten hier. So. Ah, doch, ein regenerierendes Raider-Brustteil. So, hier das auch nochmal, das auch nochmal. Und natürlich auch noch eine Schaufel. Normalerweise würde man billig ein und bis jetzt nur ein sterniges Gerümpel. Unterdrücker Speer. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Ich sammle hier einfach nur alles wie ein Staubsauger weg. Naja, sie halten es da ja vor die Nase, ne? Naja, wenn du schnell genug RR drückst, dann können sie dir das nicht mehr vor der Nase halten. Ja, das Arthritis lässt das nicht zu. Palacia gibt es so. Wohl einen Supermutanten, mit dem man Geschäfte machen kann. Oh, hier haben wir noch eine Grille. Die richtigen Prioritäten. So, du bist auch schon leer. Du bist auch leer. Hinten haben wir noch mal ein paar Häufchen. Noch eine Grille. So, und jetzt wird die andere Seite weggestaubsaugert. Ich glaube, ich brauche mal wirklich auf meinem Soundboard so einen Staubsaugerzaun. So. Hast du öfter einen Crater? Einen richtigen so Hochleistungsindustrie-Staubsauger. Wir brauchen einen Kirche. Heutzutage halten sich wow. Die 45 rechtes Bein zwei Sterne. Uns wagen sich auch an Orte wie diesen. Heftig. Na, immerhin, ne? Ich kriege hier nur Bowie-Messers. Oh, das Gesichtsbombe ist fluchen, jetzt haben wir drei Sterne. Hier ist auch nochmal ein Fleischhaufen hin nachgespawnt, aber jetzt brauche ich nur noch die hier oben machen, dann bin ich durch. Ich will gar nicht wissen, warum du hier unten bist, aber hast du Lust auf einen Job? So, Berserker Schaufel. Was haben wir sonst noch? Regenerierend Raider Power Rüstungstor, so. Ja, damit wär's zugebuckt. Ja. Unterdrücker Speer. Ach du Heilige. Was haben wir sonst noch Schönes? Nachtaktiv Marine Rüstung Brustteil. Ja, einsternig war wirklich viel bei. Ein Bowie Messer. Tanititas Gauss Gewehr. Ein Stern. Ja, kriegen wir noch was Schönes? Noch ein Ghoul-Töters Bowie-Messer. Hm? Stehe ich mich? Oh, Vorhut T95 rechtes Bein, aber leider nur ein Stern. Schade. Leider nur ein Stern. So, das war's auch schon. Guti, dann gucke ich mal, dass ich mich jetzt hier noch bewegen kann. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Oh nee, oh nee. Und wenn wir hier nochmal ein bisschen was kaputt machen. Ja, dann passt das. Können wir uns auch schon wieder bewegen. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Bis zur nächsten Entrüppelung. Tschüss.